Gegen den deutschen Hauptverdächtigen im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Maddie McCann wird Anklage erhoben. Einen entsprechenden Antrag hatten die portugiesischen Justizbehörden gestellt. Der Fall hatte Schlagzeilen gemacht, als das damals fast vierjährige Mädchen bei einem Urlaub an der Algarve verschwunden war. Jahrelang suchten die Behörden auf internationaler Ebene nach dem Kind, dessen Verbleib bis heute ungeklärt ist. Seit 2020 behaupten deutsche Behörden, Beweise für einen Mord an der kleinen Maddie zu haben. Sie identifizierten einen Sexualstraftäter aus Deutschland als Hauptverdächtigen. Der 45-Jährige sitzt derzeit eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung einer US-Amerikanerin im portugiesischen Praia da Luz ab, demselben Ort, an dem Maddie McCann vor 15 Jahren verschwunden war.